Ja, und willkommen zurück, Leute, hier bei Craft the World, mit mir, der Cloud. Ja, und wir sind hier wieder bei diesem tollen Let's Play mit Zwergen und... Oh, ich sehe gerade, sie sind alle sehr, sehr langsam. Niedrige Gesundheitswert. Oh mein Gott, nein, die Zwerge kämpfen gegen seltsame Gegner und haben dabei einen niedrigen Gesundheitswert, was nicht gut ist. Oh, ach ja, und hier unser Brennerbasistunnel, ja, schön, ne? Ja, egal. Oh, ich werde angegriffen. Verdammt, ich muss mich hier wehren gegen diesen bösen Angriff vom bösen, bösen Gegner. Ah, und stimmt, hier ist der Tümpel, den ich eigentlich leer machen wollte. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ich muss wieder reinkommen. Was haben wir denn hier so ausrüstungsmäßig? Ach, hey, ich muss unbedingt, ja, doch, ich sollte unbedingt rüsten. Obwohl, so schlecht sieht es mit der Rüstung gar nicht aus. Das sieht echt nicht schlecht aus mit der Rüstung. Hm, das wundert mich jetzt sogar etwas. Na gut, dann gucken wir mal, was haben wir denn hier so technologienmäßig jetzt vor? Angeln. Ja, genau, wir wollen angeln, das haben wir ja schon gemacht. Fortgeschrittene Verarbeitung, Stahl. Oh, ich brauche Kohle. Das ist natürlich blöd, da müssen wir uns jetzt wohl etwas Kohle holen. Oh. Ja, ich hoffe mal, dass die so intelligent sind und von selber schlafen gehen. Aber stimmt, ich wollte ja erstmal hier den Teich leer fischen. Damit ich hier mal gerade machen kann, ne? So war das. So, und wir machen hier die Bäume weg und die Schnecke töten natürlich auch. Weil die Schnecke hat hier keine Daseinsberechtigung. Stimmt, ich wollte das so machen und dann hier Fallen aufstellen. So war das. So, dann hacken wir mal hier kurz die Bäume weg. Da können wir angeln. Komm, das machen wir auch. Und hier sammeln wir Wasser, damit das so eine kleine Ebene ist. Das füllt sich dann eh selber wieder auf der Tümpel, hoffentlich. So, und dann bauen wir hier doch gleich mal ein paar Fallen hin, damit wir hier Holzfallen haben, damit die Gegner auch etwas zu tun haben, wenn sie zu uns kommen. So ausweichtechnisch. Gut, okay, hier können wir dann, wie es aussieht, doch, wir können ja noch Wasser sammeln. Das hätte mich jetzt auch stark gewundert. So, komm. Oh, beschütze dein Zuhause. Toll, Aufgabe erfüllt, das ist schön. Ja, weil wir so schön da unten Fallen aufgestellt haben. So, man sieht, es regnet wieder, das bedeutet, es müsste sich hier eigentlich wieder schön auffüllen. Ich merke gerade, ich sollte vielleicht meinen Zwergen auch mal etwas zu essen geben. Ich habe keine Essenstische aufgebaut. Achso, die habe ich ja. Stimmt. Die sind ein Erdgeschoss. Also im Keller meinte ich natürlich. Ich habe ja einen Keller auch. Ist das mein Haus so groß? Ach ja, stimmt. Ich bin ja die Cloud. Ich baue ja generell immer alles groß, ne? Ja. Sorry, habe ich fast vergessen, Leute. Ja. So, dann hauen wir das hier weg. Und hier den Stein ersetzen wir durch Erde, damit hier auch, ja, schön Wald wachsen kann. Ja. Weil Holz ist ein wertvoller Rohstoff, den wir auf jeden Fall brauchen. Das meine ich ernst, auch wenn es sich sarkastisch anhört. Aber es ist wirklich so. Also Holz ist wertvoll. So, das hackt man auch weg. Und dann sieht das ja alles schon mal nicht so schlecht aus. Da können auch die Bäume schön wachsen. Ja, gut, dann werden wir jetzt gucken, dass wir auf jeden Fall ein bisschen Kohle sammeln. Einfach damit wir Kohle haben. So, gut, dann hacken wir hier mal ein bisschen Kohle raus. Und ich habe jetzt diese tollen Baugerüste. Mit den tollen Baugerüsten, ich glaube, die hatte ich in der letzten Folge gerade noch... gerade noch gebaut, kann ich hier so aufstapeln und ja, so, das Bett legen wir da wieder rein. Und ich habe Wandlampen. Ja, aber es ist alles mit Wandlampen ausgerüstet. Okay, gut, dann legen wir die Wandlampen wieder zurück. Was können wir denn sonst noch Schönes bauen? Müssen wir mal gucken. Okay, Stahl, ja, und achso, ich müsste jetzt eigentlich kochen. Ich habe das Fischzeug noch nicht hier. Ach ja, mir fehlt Kohle. Stimmt, ich brauche zum Kochen natürlich auch Kohle. Und momentan fehlt mir einfach Kohle. Tja, gut. Dann sammeln wir eben Kohle. Also es ist das, was wir hier vorhaben, ne? Stimmt, nur da herüben. Ah ja, da unten diese bösen Insekten. Die sollten wir dann auch mal ausräuchen. Da gibt es doch ganz viel Kohle. Komm, da setzen wir doch schnell ein Portal hin. Und dann sammeln wir hier mal schnell die ganze Kohle ein. Wir sind ja geldgeil, wir müssen die Kohle sammeln. Und da war im hinteren Drittel auch noch eine Kohle, also in der hinteren Hälfte natürlich, nicht im hinteren Drittel. Ja, egal. So, gut, die Kohle haben wir auch dann und, ja genau, hier wird auch fleißig Kohle gesammelt, das ist schön. Ja, Kohle ist wirklich sowas, das ganz gern ausgeht, sondern jetzt hacken wir hier mal das ganze Gebüsch weg, weil das braucht ja eh kein Mensch. Hauen wir hier mal eine Schleimfackel hin, die da oben, die lassen wir, das ist okay. So, hier noch und hier noch und hier noch und hier noch und hier noch. Ah, und Buch des Schwimmens, schön. So, die lassen wir alles weg. Ah, und da hinten ist Eisen, das werden wir doch auch uns gleich holen, das Eisen. Schadet sicher nicht. Wenn wir schon mal hier sind, holen wir uns das Eisen. Oh, das Portal ist weg, da bauen wir ein neues. Damit meine Zwerge ja schnell und effektiv reisen können. Gut.
Ja, und diese lustigen Fressdinger da, die fressen hier die Erde weg, ne? Die werden wir auch gleich töten, weil ich mag das nicht, wenn die meine Gänge einfach auffressen. Das kannst du doch nicht bringen, ihr bösen Viecher. Oh, da hat deine Hunger. Wir haben eh so viele tolle Sachen. Du brauchst doch keinen Hunger haben. Apropos tolle Sachen. Moment, jetzt haben wir wieder Kohle. Jetzt können wir hier Fisch kochen. Das ist schön. So, und ach, ich habe nur 4 Fisch. Das ist aber nicht viel. Ja, machen wir doch mal 5 Fisch. So, ja. Und Fischeintopf machen wir auch noch, weil egal. Zack, da kommen wenigstens etwas mehr raus. So, ich habe genügend Wasser. Das ist gut, weil Wasser ist auch manchmal recht knapp. Komm, dann machen wir 10. Gut. So, huch. Nein, ich wollte das doch gar nicht. Ich wollte, jetzt habe ich hier, kann ich das runterziehen? Ja, geht, gut, wunderbar. Natürlich in die Quick Bar muss ich das runterhauen, weil damit ich das auch schnell im Zugriff habe. So, dann bauen wir hier kurz noch ein Gerüst hin, während die da bauen. Und da unten ist auch noch Eisen. Hier ist ganz schön viel Eisen, muss ich feststellen. Gerade Eisen ist auch wichtig, ne? Es ist irgendwie alles wichtig in diesem Spiel. Hallo, was macht ihr, Zwerge? Ich wollte doch hier so. Ja, genau. So, hack das weg. Hack das auch weg. Ich darf nicht vergessen, ich sollte vielleicht auch ein paar Schleimfackeln setzen, damit ja auch ein bisschen was ausgeleuchtet ist. Was ist mit euch? Hallo, ihr könnt die Schleimfackeln ja schon hersetzen. Ja, wenn das zu weit weg ist von zu Hause und die Zwerge nicht wissen, wie sie da hinkommen, dann kann es durchaus passieren, dass die sagen, nö, setze ich jetzt nicht, habe ich keine Lust zu. Ja? Wie man jetzt gerade vorhin gesehen hat. Das, dem müssen wir natürlich entgegenwirken, weil Zwerge, die keine Lust haben. Ich meine, wo kämen wir denn da hin? Wenn die einfach so in den Streik treten, von wegen Gewerkschaft und irgendwie schlechte Arbeitsbedingungen und so. Nee. Das erlauben wir denen definitiv nicht. Was ist hier viel Eisen? Haben wir ja eine riesen Eisenader gefunden. Sollen wir gleich alles wegkappen hier? Ah, und in 9 Minuten kommen auch schon wieder die nächsten Monster, das ist gut. Ja, und hier unten könnten wir auch gleich... Oh nein, mein Haus wird angegriffen. Dem sollte ich vielleicht entgegenwirken. Moment. Oh nein, es sind böse Zombies. Und jetzt ist wahrscheinlich gerade keiner in der Hütte, der verteidigen kann, oder? Jawohl, da doch. Doch, ein paar Zwerge sind da. Schlag den Feind in die Flucht! Für die ganzen Feinde hier. Ja, habt ihr gut gemacht, Zwerge. Gute Arbeit, Zwerge. So. Ja, komm, setzen wir, weil wir nicht so sind. Hallo? Ich will doch hier nur ein Portal setzen. Wenn nicht so sind, setzen wir hier ein Portal und boah, ist hier viel Kohle. Und viel Eisen, das reißen wir gleich alles raus, weil wir brauchen es ja sowieso früher oder später. Jetzt mal hier ein Gerüst, dass die Zwerge auch da schön hinkommen. Ach schön, und da unten geht's weiter, da ist noch viel mehr Eisen. Ja klar. Ja toll. So viel Rohstoffe, was soll ich denn mit dem ganzen Zeugs anfangen? Und da unten ist Silber. Jetzt wird es echt interessant. Und was ist hier? Ich werde schon wieder angegriffen. Oh mein Gott, nein, tötet die Skelette, die an meiner Türe hacken. Das kann es ja nicht sein. Tötet sie alle. Ja, genau. Sehr schön. So, ein paar Schleimfackeln, die hier alles etwas erleuchten. Würde auch nicht schaden. Komm, gehen wir hier hin, ja. Aber das finde ich jetzt cool, dass da wirklich Silber auch unten ist. Hier haben wir noch mehr Kohle. Ja, da haben wir echt fast schon eine Ressourcenader gefunden. Sehr schön. Gefällt mir. So, gut, da müssen wir wieder ein bisschen mit Gerüsten arbeiten, damit die Zwerge auch wirklich... Oh, finde Edelmetalle. Ja, schön, haben wir eine weitere Quest geschafft. Nämlich, weil wir hier Silber abgebaut haben. Ah, Kabeln. Oh mein Gott, nein, ich werde hier vom Kabeln fast aufgehangen hier in meinem Office. In meinem Let's Play Office. Quasi so, ja egal, gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, wie cool mein Office ist. So, diese da, hacken wir alles in zwei und da unten ist schon wieder so eine, Alter, da unten ist schon wieder was, ist wieder Silber. Ich kann doch hier nicht alles abhacken, aber ich muss hier alles abhacken, ich brauche das doch alles, ist alles wichtig. Moment, aber jetzt können wir hier gleich mal weitermachen mit Stahlproduktion, la. Ja, mach's mal 20. Und wir müssen auch weiter fischen, weil wir brauchen Fische, damit wir auch das Angeln hier weiter fortschreiten lassen. Und ich werde hier auch gleich ein paar Ziegel machen, nur damit dieser Zweig hier, damit wir den relativ schnell haben. Und Ziegeln brauchen wir ja ohnehin dann später, damit wir das Haus besser machen können. So, und da oben ist der Fortschritt. Jetzt haben wir da, ja komm, machen wir 33 Ziegeln, weil wie gesagt, brauchen wir sowieso.
So, da haben wir eine Schleimfackel zwecks der Beleuchtung rein. Tötet die Schnecke. So, da oben, okay, das ist weg. Da hauen wir da noch eine rein, damit hier auch ein bisschen beleuchtet ist, auch wenn wir hier nie wieder herkommen. Huch, das wollte ich gar nicht. Ja. Gut. Ja, die hacken alle fleißig hier herum. So gefällt mir das ganz gut. Diesen komischen Nadelkristall reißen wir auch gleich weg. Und ich sollte... Nee, das Portal ist noch da. Ich muss kein neues Portal machen. Aber das wird nicht lange halten. Weil, ja. Wir haben hier noch so viel Material im Weg zu transportieren. Das wird echt nicht lange halten. 20. Ja, genau. 13. 6. Und weg ist es. Und hauen wir... Huch. Hallo, ich will hier ein Portal setzen. So, zweimal. Ja, manchmal zickt das Spiel etwas herum, habe ich das Gefühl. Hm, merkwürdig. Will wahrscheinlich nicht Let's Played werden von mir. So. Gut. Ja, und es ist schon verlockend, hier auch diesen Bienenstock da auszuräuchern. Könnten wir auch machen, weil dann können wir auch hier noch die Rohstoffe abbauen. Boah, und hier haben wir vergessen, Fackeln zu setzen. Und jetzt wachsen hier überall diese nervigen Pflanzen. Oh, ich werde angegriffen. Ach, wirklich? Gucke mal, sowas. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Boah, hier noch voll viel Materialien. Muss man wirklich warten, bis die Zwerge das ganze Zeugs abbauen. Jetzt werden wir mal ganz kurz die Zwerge etwas ausrüsten. Ich meine, Moment. Rostige Skelettkeule, die ist ja gar nicht mal so schlecht, glaube ich. Schaden 17. Nö, die ist auf jeden Fall schlechter wie die Keulen, die wir hier haben. Oder Stahlkeule, was haben wir da? Schaden 20. Ja, okay. So, aber wir haben hier ganz viel. Buch des Müllers und Buch des Schwimmers. Jetzt gucken wir mal. Bergarbeiter, Schwimmer. Ja, komm, bekommt der ein Upgrade. Und haben wir einen Müller auch noch irgendwo? Bogenschütze, Kletterer, Müller. Ja, komm, bekommt der ein Upgrade. Gut, wunderbar. So. Und hier die Kohle. Ach, und ich sehe gerade, ich werde bald wieder angegriffen. Das bedeutet... Ah, yay. Ich werde meine Aktionen hier einstellen müssen. Müssen wir irgendwie im Schlafen liegen? Ja, komm, geh schlafen. Geh schlafen. Legen wir einfach alle mal kurz schlafen. Ja, 7. Na, na, na. Und den auch noch. So, und jetzt kommt eh gleich der Angriff. Dann müssen wir sie eh alle wieder aufwecken. So, und ein Monsterportal hat sich geöffnet. Es ist ganz wichtig, dass wir diese Angriffe auch immer... abwehren, weil da bekommt man sehr, sehr viele Erfahrungspunkte dafür. Und mit Erfahrungspunkten steigen wir im Level und können dann, bekommen dann mehr Zwerge. Gut, die werden jetzt nicht weit kommen, weil die werden jetzt hier von meinem Fallen sehr schön, wie man sieht, massakriert. Es hat noch keiner bis zur Tür geschafft, das finde ich gut. Aber der schafft es. Ne, doch nicht. So, okay, kommt. Jetzt müssen wir hier auf jeden Fall den Gegenangriff starten. Na toll, und da oben ist auch einer. Haben wir hier keine, wir haben oben keine Fallen gesetzt, ne? So, und das war's. Angriff abgewehrt. Hey, juhu. Hallo? Wie lang dauert das? Wehrt den Angriff ab, meine tapferen Zwerge. Ja. So. Ah, da kommen noch mehr. Oder war's das? Nein, das war's. Wunderbar. Angriff abgewehrt. Cool. So, jetzt schauen wir mal. Falle, 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 Falle. Ja, die sind wirklich leider alle kaputt gegangen. Ja, und da oben werde ich dafür auch noch angegriffen. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund, das so stimmt, weil da hinten... Das sind ja noch Gräber von Skeletten. So, weitere Zombies. Aber hack doch mal bitte diesen Baum um und den da auf. Der könnte doch nicht einfach... Achso, klar, ich habe gesagt, ihr sollt das kaputt machen, ne? Sind da auch noch welche? So, gut. Haben die Falle jetzt kaputt gemacht? Nö, okay. Boah, die ganze Nacht greifen hier die Viecher. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Und ich sehe gerade, hier ist noch ein Stein. Warum haben wir den nicht durch Erde ersetzt? Mach das doch mal bitte. Und hier klopft noch einer an. Bitte antwortet ihm doch. Ne? Öffnet ihm die Tür und zeigt ihnen unsere Gastfreundschaft. Ja, gut. So, ja, hier haben wir noch haufenweise Rohstoffe herumliegen. Die hol dir dann bitte ab, liebe Zwerge. Setzen wir da ein Doppelportal hin, damit wir hier noch genügend Zeit und Kapazitäten haben, das ganze Zeugs abzuholen. Das ist gut so. So. Und den Nadelkristall hacken wir auch noch weg. Ja, dann schauen wir mal. Warten wir ab, bis die das ganze Zeug abholen. Ein paar Fackeln setzen wir noch. Und hier könnten wir eigentlich die Leiter wegreißen. Komm, entferne Leiter, entferne Leiter. Schön, und dann gucken wir mal ganz kurz. Wir müssen auch, wie gesagt, wieder fischen.
angeln. Ach, gucke mal, können wir hier auch angeln? Nee, können wir nicht. Wir müssen unbedingt dieses Lager wegreißen. Aber da könnten wir angeln. Ja, warten wir mal ab. So, wir sammeln hier das Wasser und sammeln hier auch ein bisschen Wasser. Ganz einfach, damit wir einfach genügend Wasser haben. Ah, und ich sehe gerade, hier unten ist ja auch noch eine kleine Lacke. Die werden wir dann auch mal kurz aufsammeln. Und hey, fortgeschrittene Verarbeitung haben wir abgeschlossen. Das ist gut. Weil dann können wir hier jetzt, ja wunderbar, wir können ein bequemes Bett machen. Und hier venezianischen Stuck werden wir mal machen. Einfach damit wir unser Haus weiter auskleiden und weiter schöner machen. Ja. La 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 la. Komm, das machen wir gleich voll. Ja, toll. Ich wollte das eigentlich gerade runterziehen. So, und wir brauchen... Da werden wir eh nicht ganz auskommen. Weil ich möchte hier diesen Kellerbereich da machen. Grundlegende Steinarbeiten. Komm, da müssen wir eine... Ach hey. Wir müssen hier eine Eisenspitzhacke bauen. Und einen Tisch müssen wir bauen, damit wir hier diese Steinverarbeitungsbau... Brauchen wir da... Nee, nur einen normalen Holztisch. Und ich habe echt nur normale Holztische und keine großen Tische. Was ist denn das für ein... ja... Was ist denn das für eine Zwergensiedlung ohne große Holztische? Komisch. Ach ja, ich wollte hier eigentlich noch ein paar Betten bauen, ne? Sind wir ja noch gar nicht so weit hier oben. Ja, aber jetzt komm, jetzt machen wir hier erstmal unten sauber. La 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 la. Also sauber, wir machen schön hier. Weil wir müssen uns die Wohnung natürlich schön gestalten. La 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 la, weil die Zwerge sollen sich ja wohlfühlen hier bei mir. So, ja, da kommen wir natürlich, wie ich jetzt gerade sehe, eh ohnehin nicht ganz zusammen. Hier mit den Materialien. So, komm da. Moment, hier reicht auch. Und da kommen sie sowieso ran. Hier. Ja, reicht schon. Gut. Ja, dann brauchen wir da noch, wie viel brauchen wir da noch? 1, 2, 3, 4, 5. 3, 5, 15 Stück brauchen wir da noch. Ja, komm, das hauen wir uns nochmal schnell rein. Jetzt haben wir 18 gebaut versehentlich. Aber gut, dann können wir hier zumindest diese beiden Dinge da noch machen. Und das da unten, das will ich eigentlich weg haben, weil das passt hier gar nicht so dazu. Aber das ist eh der Plan, dass das wegkommt. Und das ist dann nur der Eingang zum Kellerverlies quasi dann. So, und wie sieht es hier hinten eigentlich aus? Haben wir hier jetzt alles eingesammelt? Ne, immer noch nicht, alter Zwerge. Ihr seid aber echt ein bisschen lasch unterwegs, muss ich sagen. Ja gut, das Portal ist eh schon fast weg. Dann setzen wir hier noch eins. Dann hackst du aber zumindest hier den Diamanten noch weg. Lieber Zwerg. Ja, und das da unten. Ja gut. Ich meine, früher oder später werden sich schon einsammeln, die Zwerge. Hallo? Mach das. So. Und es donnert etwas draußen. Und wir haben venezianischen Stuck gesetzt, das ist gut. Jetzt warten wir noch, bis der ganz gesetzt ist. Weil falls die auf die Idee kommen, zwischendrin ein anderes Muster zu nehmen, weil man kann hier, falls es euch interessiert, man kann hier anderes Muster nehmen. Ja, also das da oder das da oder das, was wir haben. Und manchmal setzen die Zwerge random irgendein Muster. Und das muss man dann natürlich anpassen, weil das soll ja alles auch was gleich schauen. Ich meine, ist jetzt nicht hier, soll ja hier ein Scheiß werden. Ja, das ist ja meine Zwergensiedlung und die soll schön sein. Achso, der kommt da hinten dann nicht ran, wenn ich das jetzt wegziehe. Das bedeutet, wir bauen das nochmal hin. So. Zack, und hier oben auch noch bitte. Gut, die haben alle keine Ahnung, was sie machen sollen. Wenn dieses Symbol über ihren Köpfen ist, wissen sie nicht, was sie tun sollen. Aber ich gebe ihnen einfach die Aufgabe, hier nochmal etwas zu kochen. Wir müssen wieder fischen. Komm, Fisch. Nicht Wasser. Achso, da sind gar keine Fische drin. Oh, Wir haben alle Fische aus dem Teich gefischt. Das ist natürlich suboptimal. Was ist hier los? Haben wir hier vielleicht Fische? Sieht aber auch nicht so aus, oder? Nö, geht nur Wasser sammeln. Na toll. Na toll, super. So, das haben wir. Expertenausstattung. Wie viel, was kostet denn so ein bequemes Bett? 4 Stoffe. Wir brauchen mehr Stoffe. Komm, machen wir mal 10 Stoffe. Ja. Und dann machen wir... Ich kann nicht mehr sprechen. Bequeme Betten. Alter. Bequeme Betten. Das ist jetzt kein so ein schwieriges Wort, Cloud. Heute bist du ja mal wieder sehr merkwürdig unterwegs, muss ich sagen. So, okay, das haben wir. Den Tisch schmeißen wir weg, weil den brauchen wir eigentlich nicht. Das venezianische Stuck auch nicht. Dafür müssen wir aber jetzt hier die Steinwerkstatt machen.
Ich hätte einen großen Tisch gebraucht. Nein! Ich wollte doch keinen großen Tisch brauchen hier. Ja. Ich sollte ein paar mehr Bretter machen. Komm, bau mal einen großen Tisch und komm's. Machen wir gleich mal. Ja, komm, mach 62 Bretter gleich. Da müssen wir zwar wieder Holz fällen, aber dann haben wir zumindest genügend Bretter für das restliche Spiel. Hoffe ich zumindest. So, und hier kommen natürlich wieder unsere Freunde. Kommen uns besuchen. Hallo Skelettfreunde. Ja, sie gehen über unsere netten Willkommensgeschenk. Oh, irgendwas passiert hier. Ach. Was ist mit euch los? Moment. Achso, die wollen hier raus und finden nicht raus. Buch des Holzfällers, okay. Ja, komm, dann bauen wir doch da schnell einen Weg rüber, damit die da in Zukunft auch diese Abkürzung nehmen können. Stimmt eigentlich, da oben der Weg, der ist zu kompliziert für die armen Zwerge. Komm, das lassen wir lieber, weil nicht, dass die da rauskommen. Genau, tötet alles. Auch das Wildschwein. Achso, du bist fast tot, oder? Und auch das Huhn. Genau, so. Den Baum holzen wir ab, den Baum holzen wir ab. Und den Baum holzen wir natürlich auch ab. Und den sowieso auch. So, und wir setzen natürlich wieder hoch ein paar Fallen. Hier auch eine, hier auch eine, hier auch und hier auch. Damit die Holzfallen dann alle mal wieder weg sind, weil eigentlich brauche ich die ja nicht, weil ich kann mich ja so auch ganz gut wehren. Oh, da ist wieder ein Fisch drin. Komm, angel doch gleich den Teich leer. Und mach dieses Schwein kaputt, das hier sich einfach suhlt in meinen Teich. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Dann ich hoffe mal, dass die ganzen, die jetzt niedrigen Energiewert haben, da automatisch schlafen gehen. Normal sollten sie das schon machen, aber naja. Sind halt Zwerge, ne? So, und wir werden jetzt mal ganz kurz große Tische machen. Ganz kurz große Tische machen. Ja, kann ich toll, weil Bretter habe ich ja so viel. Heieiei. Und wir könnten eigentlich auch etwas mehr Dekoration machen, weil unsere Hütte ist jetzt nicht so schön dekorativ geschmückt. Huch, das wollte ich ja gar nicht. Ich wollte mal eigentlich nur gucken, was wir an Dekoration noch haben. Komm, wir können Schädel. Ne, können wir natürlich nicht. Okay. Wir müssen warten, bis die Bretter fertig sind. Und sobald die Bretter dann fertig sind, können wir ganz viel mehr Dekoration machen. Aber das dauert halt noch ein bisschen, weil die Zwerge gerade mit anderen Dingen beschäftigt sind, wie man sieht. Das kann ich eigentlich gar nicht tolerieren, aber was willst du denn machen, ne? Ich werde schon wieder irgendwo angegriffen. Komm mal, wir könnten Tontöpfe machen. Lalalala, ja komm, machen wir gleich 8, weil es egal ist. Und dann können wir aus diesen Tontöpfen, können wir dann auch gleich Topfpflanzen machen. Tontopf, bleib hier. Achso, das geht ja so nicht. Aber Topfpflanzen machen wir 4 oder machen wir gleich 8, weil was willst du mit einem leeren Tontopf, bitte? Ist ja auch nicht schön. So, komm, machen wir gleich 8 Topfpflanzen. Juhu! Tada! Die setzen wir doch gleich auch irgendwo hin, damit unser Haus schöner wird. Hier einmal, zweimal, dreimal, viermal. Ach, so schön. Juhu, gestalte das Haus komfortabler. Und da haben wir doch glatt gleich ein Achievement gewonnen. Das ist schön. Ach, und ich merke gerade, ich habe... Habe ich? Nee, ich habe... Habe ich einen Zwerg hinzubekommen? Nö, oder? Ja, die haben noch alle gute Ausrüstung. Eisenspitzhacke, stimmt, die brauchen wir. Die dürfen wir nicht hergeben. Aber komm, wir geben irgendwem das Buch des Holzfällers. Nehme ich ihm. Juhu, jetzt bist du auch Holzfäller. Hey! So, was machen wir mit diesen 4 Topfpflanzen, die wir noch haben? Ja, komm, jetzt hauen wir hier unten die Betten weg. Und setzen hier die Topfpflanzen hin. Wir bekommen jetzt ohnehin dann hoffentlich bald 7. Falls dann irgendwann mal ein Zwerg zum Bauen anfängt, ich weiß nicht, was die haben. Ja. Wieso, dass die nicht bauen anfangen? Fehlt hier etwas? Nö. Aber ich sehe gerade, ich habe ein zweites Lagerfeuer zum Kochen. Das setzen wir doch gleich ins Haus rein, weil im Haus so ein Lagerfeuer zum Kochen ist prinzipiell schön. So, und wir sollten... Hier ist, legen wir mal ein bisschen Essen. Aber wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir bald mal auch ein paar große Tische machen. Sobald hier ein Tischler da mal zu Tischlern anfängt. Aber das dauert irgendwie. Aus irgendeinem Grund ist das echt zu schwer für die Zwerge, hier zu Tischlern zu beginnen. Ach, und hier liegt haufenweise Zeugs. Komm, da setzen wir ein Portal hin, damit die Sachen schneller sammeln können. Aber mich wundert es jetzt echt, wieso... Wieso fangen die nicht zu Tischlern an? Heieiei, aber es dauert wirklich voll lange. Das sollte normal nicht so sein. Ich meine, dass es ein bisschen dauert, ja, aber wahrscheinlich ist genau der Zwerg, der jetzt Tischlern anfangen soll, ist jetzt irgendwo unterwegs auf langer Reise oder so irgendwie. Gibt's das? Ach, gucke mal, hier ist wieder alles voll schön Wald und so. Muss ich mal gucken, ob nicht irgendwo ein Zwerg verschollen ist in irgendeiner Kammer und nicht heimfindet.
Nö, die sind eigentlich hier auch gut bedient. Was ist mit euch? Bitte fangt da zu bauen an. Ist jetzt echt etwas merkwürdig. Haben die keinen Plan, dass da unten eine Werkbank ist? Ja, jetzt warten wir mal ab. Wahrscheinlich ist das der Zwerg, der schläft. Das ist unser Tischlermeister. Jetzt schmeißen wir das mal aus dem Inventar wieder raus. Hallo, ich wollte eigentlich das Lagerfeuer rausschmeißen. So, Wandfell. Ja, Wandfälle können wir machen. Das ist schön. Bauen wir doch da ein paar. Weil Zierde ist nämlich ganz wichtig, auch für das Haus. Komm, dann machen wir aber nur zwei. Weil durch Zierde wird das Haus angenehmer und die Zwerge erholen sich schneller. So, diese drei hässlichen Blätterbetten, die zerlegen wir gleich. Braucht ja kein Mensch. Gut, ja, dann haben wir erstmal Zierde genug. Diese zwei Wandfälle hängen wir... Komm, da hängen wir hier eins her und hier eins her. Da müssen wir natürlich ein bisschen... genau. So, und bitte geh du jetzt... Ich will, dass du Tischlern gehst. Wieso machen die Zwerge nicht das, was ich will? Hallo? Alter. Wenn ihr jetzt nicht bald hier Tischlern anfangt, dann... Mach ich die Luken dicht. Ja, Freunde, dann geht nichts mehr hier. Alter, das darf ja wohl nicht wahr sein. Versteht ihr, die langweilen sich hier und quatschen, bevor die zu Tischlern beginnen? Ich reiß die Werkbank weg und setze sie nochmal, wenn das jetzt länger so geht. Irgendwie habe ich das Gefühl, das Spiel will mich heute mobben. Kann das sein? Oder bauen wir eine zweite Werkbank? Sollen wir noch eine Werkbank bauen? Ja, komm, bauen wir noch eine Werkbank. Ist eh wahrscheinlich besser, weil... Wenn wir jetzt so viel Holzdinger in den Auftrag gegeben haben. Wahrscheinlich rennt da jetzt gleich jemand hin und beginnt zu tischen. Okay. Wir reißen diese Werkbank weg. Aus irgendeinem Grund mag die nicht mehr. Die ist einfach kaputt, die Werkbank. Zack. Du willst mich ja wohl echt verarschen, Spiel, oder? Kann das sein? Ja, jetzt rennt der hin und... Alter. Nee, das ist aber jetzt nicht euer Ernst, oder? Das ist... Ja, gut. Okay, wir haben eine kaputte Werkbank. Ist halt so. Aus irgendeinem Grund wollen die Zwerge nicht. Wahrscheinlich hatte der letzte Zwerg einfach... Ja, der war so radikal unterwegs und hat alles kaputt gemacht auf der Werkbank. Die ganzen Befestigungsmechanismen und die ganzen anderen Dinge, die man auf einer Werkbank braucht, hat er einfach komplett ruiniert. Und drum, ja... haben die Zwerge jetzt diese eine nicht funktionierende Werkbank gemieden. So, können wir jetzt, apropos Werkbank, können wir jetzt, wo ist denn das? Ich suche das immer. Hier, die Werkstatt. Ja, die können wir jetzt bauen, das ist schön. Zack. Und die Eisenspitzhacke auch dazu. Und hier Holz, zack. Und Sand und wunderbar. Und wir haben eine Werkstatt, weil mit der können wir dann Steinarbeiten machen. Zack. So, und irgendwie, wir bräuchten ein Vordach. Sollen wir ein Vordach bauen? Da so ran? Nee. Komm, übertreiben brauchen wir es nicht. So. Gut, jetzt haben wir hier, Moment, Steinarbeiten. Was gehört denn da jetzt Schönes dazu? Steinmauern. Blumenrelief, Steinbrücke und Steinsäule. Ja, komm, wir werden ein paar Steinmauern bauen. Weil die brauchen wir ja ohnehin, um unsere Hausstärke zu machen. So, zumindest das Kellergeschoss werden wir aus Steinmauern machen. Komm, da basteln wir mal. Ja. Machen wir mal 42. Schauen wir mal, wie lange das langt. Ja. So, und die tollen, netten Freunde, die marschieren hier immerhin. Wir sollten vielleicht irgendwann mal diese Gräber da hinten kaputt machen. Und das vor allem müssen wir auch ausräuchern, weil es ist ja ganz oft ganz tolle Sachen drinnen in diesen lustigen Kobold-Dingern. Tötet die Gegner! Ja, wir sollten Projektexpansion vielleicht eh wirklich fortführen. Komm, das machen wir jetzt gleich. Wir hacken hier den Baum weg und sammeln hier auch Wasser und so weiter, damit wir hier die Gerade weiterziehen. Damit wir auch hier ganz viel Wald und so weiter erhalten. Schade prinzipiell nie. So, genau. Hack den Baum um und töte das Schwein und sammle Wasser. Können wir hier übrigens wieder angeln? Ja, wir können wieder angeln, weil angeln müssen wir auch ganz viel. Ist ganz wichtig. Damit wir auch das Angel... den Angeltree da weiter verfolgen. Nämlich den hier. So, komm, da machen wir noch ein bisschen Grillfisch. Und Fischeintopf können wir nicht mehr machen, weil wir zu viel Grillfisch gemacht haben.
Und übrigens, wir brauchen auch, ja, wir kommen von 100 Cent ins 1000. Das ist etwas stressig hier, diese Folge, habe ich das Gefühl. Aber wir müssen natürlich auch große Tische machen. Komm, dann machst du. Ja, komm, wir geizen nicht, dann machen wir gleich 4. Weil dann, ja, dann haben wir. Ne? Huch, ich werde, also, nein, nicht neu. Ja, verstärke das Haus, das machen wir jetzt eh hier. Meine Aufgaben übrigens. Erkunde tief unten. Ja. So. Oh, 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 Kobolde greifen an. Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ich dachte, da ist gar nichts, weil das hat so verlassen ausgesehen. Tötet die Kobolde! Oder lauft mal schnell alle ins Haus zurück. Oh mein Gott, nein, wir sterben alle. Ja gut, die laufen jetzt eh her. So, zack, 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 zack. Und jetzt sterben die alle. So. Tötet den Kobold da. Ja, so kann man es natürlich auch machen. Jetzt sollte man eigentlich kein Problem haben, dass man denen ihre Hütte gleich... Ja, das sind ja noch so viele. Alter, diese Kobolde, die nerven ganz schön. Ich wusste gar nicht, dass die so gefährlich sind. Konnte ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Ja, aber komm, wenn wir sie einzeln töten, wird es ja wohl nicht so schlimm sein. Lalalalala. Jetzt sollten wir warten, bis wir bessere Ausrüstung haben. Wobei, wenn wir alle zusammenhelfen, sollte das ja wohl kein Problem darstellen, hier diese paar Kobolde zu töten. Also, Stichwort Zwerge, wenn wir alle zusammenhelfen. Das ist das Essentielle eigentlich an der ganzen Geschichte, ne? Aber klar, unsere Zwerge sind alles Einzelkämpfer. Ja, komm. Sieht gut aus. Wir können das Kobold-Ding kaputt machen. Ja, haut drauf, bis es kaputt wird. So gefällt mir das ganz gut. So, ja, und sammelt hier auch ein bisschen Zeug sein. Das Wasser sammeln wir natürlich. Juhu, und das Coole ist wirklich, da kommt ganz viel Zeugs raus. Unter anderem, ja, ganz viel tolles Zeugs. Das sollen wir, nehmen wir alles mit. Das können wir alles gut gebrauchen. Da müssen wir hier, komm, da setzen wir, was geizen wir denn so, da setzen wir natürlich noch ein Portal hin. Ha, schön. So, das nehmen wir jetzt alles mit. Was hast du gerade gemacht, Zwerg? Ne? Ja, hier angeln wir natürlich auch nochmal. Hier liegt Fisch herum. Weiß ich nicht, was meine Zwerge vorhaben. Die wollen wahrscheinlich den Fisch verrotten lassen. Keine Ahnung. So, komm, und jetzt bauen wir hier mal gleich ein paar Betten hin. 1, 2, 3, 4. Schön. Die müssen wir dann natürlich noch drehen. Damit es auch was gleich schaut. Ah, und hier müssen wir, wie es aussieht, noch ein Portal hinsetzen. Alter, das sind so viele Items, die da rausfallen. Komm, jetzt hacken wir hier mal die Gräber schnell weg, weil das wird mir zu gefährlich. Und der Zwerg ist hungrig, sieht gerade. Ja, gut, die 4 großen Tische sind vielleicht eh bald mal fertig. Boah, Alter, da ist so viel Zeug drin. Jetzt haben die das immer noch nicht weggesammelt, das Zeug. Das ist ja echt... Ah, bitte. Nicht, ich will, dass du... Alter, hack die Gräber weg. Das kann ja wohl nicht so schwer sein. Jetzt ist das immer noch nicht weg. Okay, setzen wir noch ein Portal. Komm, setzen wir hier hin. Hol das Zeug ab, Zwerge. So, die Betten stehen, das ist gut. Zack und zack. Und hier liegt auch noch voll viel herum. Warten wir mal, bis das soweit eingesammelt ist. Der Fisch liegt auch immer noch herum. Nein, ein Skelett. Töte das Skelett. So, und endlich haben sie das ganze Zeug gesammelt. Bauen wir doch hier mal ganz schnell alles zu. Schneiden und fällen. Hallo, schneiden, fällen, passt. Ja, und ich war so frei und habe heimlich getrunken. So. Bauen wir hier alles schön zu, damit wir eine glatte Erdschicht haben. Und wir haben noch eine Falle, die positionieren wir hier. Gut. Und das Tolle ist nämlich jetzt auch, merkt ihr, was uns die alles da gelassen haben. Das ist jetzt überall, wo da so ein Rufezeichen dabei ist, das ist alles von diesem Kobold-Zwergenlager. Gold, hier Kristalle... Mehl war auch dabei. Cool, da war Mehl dabei. Ziegelmauern, Eisenzäune, antike Säulen, Brunnen, alles mögliche. Und hier, boah, Alter, krass. Tesla-Türme, das sind Abwehrtürme und Holztürme. Boah, das ist ja cool, das wusste ich gar nicht. Und ein Labor auch, komm, das setzen wir jetzt gleich mal alles. Moment, das setzen wir jetzt gleich. Alter, ich habe so viel Zeug zu setzen. Hier, das. Und die beiden Tesla-Türme, die setzen wir natürlich gleich als Abwehrtürme hier vor die Türen hin. Zack. Und hier auch einen, gut.
Sondern wie es aussieht, muss ich jetzt gleich mal meine Hütte erweitern. Ich werde jetzt doch hier ein zweites Kellergeschoss machen, weil ich will ehrlich gesagt hier oben auf solche Industrie verzichten. Das machen wir alles im Kellergeschoss. Dann eigentlich könntest du gleich mal anfangen, hier den Stein zu ersetzen. La 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 la. So. Ersetzen wir überall mal. Huch. Wow, verstärke das Haus. Ach, Mission erfüllt. Und wir bekommen bald einen neuen Zwerg. Das ist schön. So, und hier sieht man auch gleich, was passiert, wenn man ja, solche Steinmauern in Reihen setzt. Dann wird das gleich wie hier der Außenrand so gemacht. Aber so gefällt mir das ehrlich gesagt nicht. Ich will einen massiven Keller haben. Das bedeutet, wir müssen das umändern. So. Das machen wir doch glatt. Dauert nur jetzt etwas, weil ich muss überall viermal draufklicken. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, dann nicht viermal, da reicht dann. Fünfmal, ja, ist auch okay. So. Und hier im Hintergrund ersetzen wir es natürlich auch. Das sieht man nicht so, aber das machen wir natürlich auch gleich so im Geheimen. Und ich befürchte, wir brauchen noch ganz viel mehr so Steinmauern, damit wir hier auch rundherum kommen. Also da können wir dann gleich noch ein bisschen Gas geben. Hier. La, 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 la. Ja, komm, mach mal. Weil wir wollen das, wie gesagt, jetzt im Keller unten, also da fortführen. Aber da müssen wir eigentlich erstmal ausgraben, ne? Ah, da ist auch noch was zu ersetzen. Achso, da kommen wir nicht ran. So, na gut, dann machen wir eben hier das da. Wie es aussieht, da kommen wir dann auch nicht ran. Aber wir müssen hier, wie gesagt, eh ausgraben. Machen wir doch jetzt gerade mal. Ja gut, die können drauf klettern, warum auch immer. So, jetzt ist mein Haus kaputt. Aber das Risiko gehe ich natürlich ein, dass mein Haus kurzzeitig kaputt ist. Und zack. Und das ist natürlich alles ein bisschen Pfusch am Bau, dass da im Hintergrund die Erde ist. Aber naja, komm, ich meine, das passt schon so. So, dann hauen wir hier mal kurz rein. So. Den Stein ersetzen wir natürlich. Und jetzt müssen wir hier... Machen wir hier das daran. Bauen Steinmauer. 2, 3. Und hier kommt dann der Boden hin. Und da machen wir dann den Ausgang in Form einer Tür. Also da können wir hier eigentlich sagen, komm, da sagen wir Erde ersetzen. Weil hier müssen wir sowieso den Durchgang machen, wie gesagt. So, das können wir wegtun erstmal. Das können wir so machen. Okay. 1, 2, 3. Achso, da brauchen wir nur... Okay. 1, 2. Und dann machen wir wahrscheinlich mehr dann. So, genau, sehr gut. So, und hier, ja, das passt. 3 reichen. Komm, dann machen wir hier mal die Schleimfackel weg. Und bitte hier den grässlichen Erdhintergrund reißen wir natürlich auch weg. Ich meine, wir sind ja hier nicht irgendwo. Buch des Fischers holen wir uns, das ist schön. So, jetzt müssen wir nur schauen, dass wir hier den Weg dann freimachen, dass wir da dann auch wieder runterkommen, wenn es ist. Beziehungsweise, wenn meine Zwerge irgendwo in den Minen unterwegs sind, dass sie auch wieder einen Weg nach innen ins Haus haben. So, jetzt Moment mal. Ich komme überhaupt nicht zurecht. Ich habe so viel Zeugs in meiner Quick-Access-Bar da unten. Und die Zwerge hungern wahrscheinlich gerade, habe ich das Gefühl. Und ich habe ja auch eine Stahlaxt und eine Stahlspitzhacke erhalten. Alter, ich habe so viel Zeug von diesen Kobold-Dingens erhalten. Ein Lederhelm. Alter, Lederstiefel, Eisenstiefel. Boah. Okay. Gut, ich glaube, ich werde da mal kurz meine Zwerge ausrüsten. Fass und dekoratives Schild, das haben wir natürlich alles. Und ein Brötchen haben wir auch erhalten. Schön, komm, das Brötchen, das legen wir natürlich gleich darunter. Können wir den Zwergen dann gleich zwecks verdienter Arbeit geben? Also erstmal, ich muss gucken, Türen, wo sind denn die Türen? Na, ich wäre da schon richtig gewesen. Türen? Haben wir keine. Keine Türen. Alter. Ich sehe die Türen nicht. Achso, die sind wahrscheinlich hier. Ja, hier sind sie. Holztür, so. Gut, das dauert jetzt ein bisschen, weil die müssen die eine Holztür, die sie da rausgekloppt haben, müssen sie, das machen wir mal weg, müssen sie natürlich nach oben tragen. So, dann bauen wir hier eine Steinmauer, hier bauen wir auch eine Steinmauer. Die Steinfackel natürlich, die Schleimfackel meinte ich, entfernen wir. Das kommt dahin, das da oben, das haben sie gut ersetzt. Ist mir aber erstmal egal, weil ich muss das natürlich anders machen. So. Zack, sehr schön. Gut, und hier setzen wir auch ein Gerüst, dass sie das auch wieder schön säuberlich rausreißen können. Baue Steinmauer. Nein, nicht hinten ersetzen, Erde vorne. Ja, und so schnell wird aus einem grässlichen Haus ein etwas schöneres Haus. Ich meine, noch sind wir lange nicht fertig. Und hier die Tesla-Türme. Juhu, unser Haus ist gegen alle Eventualitäten geschützt. Das finde ich gut.
So, und ich habe noch 3 gute Betten. Wie viele Betten haben wir jetzt eigentlich? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und da unten die Blätterbetten. Ich habe aber 11 Zwerge. Komm, dann reißen wir mal diese 3 Holzbetten weg. Müssen wir ja noch ein Stockwerk draufbauen für weitere Betten. Wir haben hier lang nicht genug. Ja, das wird jetzt... Ja, doch, das wird wieder ein Riesending. Eine Riesenbaustelle. So, die Tür kommt hier hin. Und dieser Boden, ich hasse es. So, genau. Das können wir eigentlich vorerst so lassen. Bis wir hier mal so weit sind. So. Gut, und jetzt müssen wir auch mal schleunigst die großen Tische setzen und die Betten übrigens auch. So, 1, 2, 3, 4, 5. Moment, das gefällt mir so nicht. Unsymmetrisch! Machen wir so. So. Den einen großen Tisch, den legen wir erst hier hin. Ach, und ich sehe gerade, der Tesla-Turm ist in Betrieb. Achso, ja, er hat irgendwas, hätte er versucht, ich glaube, diesen Geist wollte er töten, der hier mein Lager einfach ausräumt. Alter, und es regnet hier überall rein, es tropft überall rein, voll das Assi-Haus irgendwie. Ja, gut, so, und jetzt decken wir die neuen großen Tische. Der Vorteil an den großen Tischen ist, dass man weit mehr Essen raufbekommt. Also bei den kleinen bekommt man ja nicht mal 2 rein und hier kann man 3 reich hochstapeln. Das ist voll der Hochstapler-Tisch, ja, und jetzt füllen wir das alles reichhaltig mit Gaben an. Auch Tannenzapfen müsst ihr noch essen, ihr armen Zwerge. Und das eine Brötchen legen wir hier hin, das wird so schnell weg sein. Genau, Laserturm, Tesla-Turm, töte den Gegner. Ja, das ist ganz cool mit den Tesla-Türmen, weil die töten hier die Gegner. Ohne das Zutun der Zwerge. So, hier machen wir Fisch-Eintopf drauf. Gut, wir haben sehr viel Fisch. Und komm, wir machen jetzt noch ein bisschen hier Spiegelei. Wie viele Eier haben wir? Wir haben 10 Eier. Komm, da hauen wir doch gleich alle 10 Eier in die Pfanne und machen hier genügend Eier-Eintopf. Weil für die Zwerge ist das prinzipiell sicher nicht schlecht. So, und da oben haben wir genügend Tische. Das bedeutet, komm, die beiden Versagertische da unten, die reißen wir jetzt weg. Zack, gut. So. Huch, nein, jetzt ist da eins durchgefallen. Ach, ey. So, und das, gut. So, den reißen wir auch weg. Ja, mit den Betten, ich bin mir nicht sicher, ob wir die Betten da unten jetzt noch brauchen. Aber ich befürchte schon, weil wir haben hier oben, Moment, die drehen wir natürlich nochmal richtig hin. Wir haben hier natürlich nicht genug und da haben wir das Problem bei den Eingangsbereichen, ist ja, dass wir Verteidigung hier hinsetzen müssen. Oder wir bauen sonst einfach noch einen Stock drauf, ist jetzt nicht tragisch. Ich will eigentlich unten keine Betten haben. Sollen wir wirklich jetzt schon einen Stock drauf bauen? Nee, momentan brauchen wir es noch nicht, oder? 3, 4, 5, 6, 7, wir brauchen für jeden Zwerg ein Bett. 8, 9, 10. Ja, einer muss halt im Blätterbett schlafen, hilft alles nichts. So. Gut, und weil wir es gefunden haben, bauen wir hier gleich auch mal zum Magielabor hin. Auch wenn wir es noch nicht brauchen, aber die Zwerge haben es uns überlassen, da müssen wir schon was nehmen. Das ersetzen wir hier die ganzen Steine natürlich. Zack, 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 zack. Oh, und irgendwo war ein Schaf. Das hat hier gemäht, das hat man ganz genau gehört. So. Alles ersetzen, alles ersetzen, alles ersetzen, alles ersetzen, alles. Nein, nicht wegkacken, sondern ersetzen. So. Gut, hier müssen wir natürlich wieder anpassen. Aber ich muss sagen, wie gesagt, im Keller gefällt mir das so einfach besser. Hier diese Massivbauweise. Und auch hier als Bodenplatte. Das, ich weiß nicht. Ich mag das andere, sieht zwar auch nett aus, aber ich finde es einfach nicht. Das passt hier nicht. Das können wir hier gleich mal ersetzen. Wir haben viel zu wenig. Wir müssen hier noch viel, viel mehr bauen. Stein bauen. Baue! Ja, komm. Machen wir gleich das Level voll. Gut. So. Hier hoch. Ersetzen, ersetzen, ersetzen. Ersetzen, ersetzen. Nein. Ja, das ist manchmal etwas blöd, weil manchmal rutscht das quasi vom Cursor weg. So. Ah, das ersetzen wir auch gleich. Schön. Und ja, jetzt müssen wir hier unten weiter ausgraben wieder. Also grab doch mal bitte aus, liebe Zwerge. Damit wir das alles sauber haben.
Dann haben wir das Erdgeschoss auch fertig, den Keller meinte ich, und dann werden wir hier noch ein paar Fackeln setzen. Und natürlich brauchen wir dann Hintergrund auch. Ja komm, ihr kommt hier natürlich wieder nicht hoch. Mensch, Zwerge, was würdet ihr ohne meine Hilfe machen? Ihr werdet hoffnungslos aufgeschmissen. Okay, und ausgerechnet jetzt kommen die Gegner, die ich jetzt genau gar nicht brauchen kann. So, zwecks dem Sparen setzen wir hier eine Erde. Hier bauen wir, nein, nicht Erde ersetzen, wir bauen hier eine Steinmauer, wir bauen hier eine Steinmauer. Alter, baust du die ja noch bitte hin? Moment, die lassen wir erstmal weg, damit er das da oben ganz zuverlässig machen kann. So, hier Erde ersetzen. Und das Monsterportal hat sich geöffnet. So, und das Gute ist, jetzt hilft uns hier der Tesla-Turm auch sehr gut weiter beim Verteidigen unserer Hütte. Muss die ganze Arbeit nicht von den Zwergen gemacht werden. Okay. Tötet die Angreifer, Zwerge! Tapfere Zwerge, ihr schafft es! Aber da waren aber jetzt ganz schön viel dabei. Und die sterben hier auch schon, das ist gut. Ja? Alter, ihr werdet doch wohl dieses große Ungetüm hier töten können. Das seltsame, ja, hier mit so Augen oben und so. Na bitte, macht mir die Tür nicht kaputt. Na, Schleimviech machen. Oh, ah, das Monsterportal ist schon geschlossen. Okay. Das ging ja jetzt einfach. Das machen wir gleich auch hin. Ja, sehr schön. Na gut. So, baue Steinmauer. Jetzt können wir die hier auch bauen. Okay, und jetzt ist nur die Frage, in dem Kellergeschoss, nehmen wir beleuchtungstechnisch, haben wir ja gesagt, hier die Fackeln, weil es einfach thematisch viel besser passt. Hier zum Kerker machen wir Fackeln. Hallo? Da. Da sind sie. Ja, meine Fackeln, wunderbar. Und zwar keine Schleimfackeln, sondern natürlich die schönen Fackeln von Fackelmann. So, Hammer. Da ersetzen wir auch mal die Erde vorne und hier unten müsste man gleich mal eine Tür reinsetzen, aber da müssen wir zuvor hier die Mauern umdrehen. Nein, das wollte ich so nicht. So, jetzt setzen wir hier eine Tür rein. Die setzt er natürlich verkehrt rein, aber die können wir ja nachher dann umdrehen. Das ist ja das Gute. So, das Blöde ist jetzt, dass da unten jetzt so eine blöde Schnecke drin ist. Jetzt können wir hier das eine Stück nicht umdrehen. Ja, aber komm, tötet die Schnecke. Kommst du da ran, Zwerg? Du bist wahrscheinlich nicht dran. Ja, noch nicht. Noch nicht. Nein, es geht noch nicht. Eieiei. Ja, ich hoffe mal, dass die... Alter. Gut, dann drehen wir das um, dass die da rauskommt. Oder dass zumindest... Genau, töte die Schnecke! Mach sie tot mit deinem Bogen des Todes. Zwerg, zeig, was in dir steckt. So, die Schnecke ist hin, das ist schön. Huch, nein, jetzt bin ich da vorübergegangen. So. Oder drüber gesprungen über dem, was ich eigentlich haben wollte. Ha, ich drücke viel zu schnell. Ja, wunderbar. Und unser Haus ist, er strahlt im neuen Glanz und ist jetzt so fertig, wie wir das haben wollten. Jetzt müssen wir nur noch da unten noch ein bisschen Hinterwanddesign machen. Und ich würde mal sagen, da kommen, da machen wir auch, da gönnen wir uns auch wieder venezianische Stuck, würde ich sagen. Oder alternativ können wir natürlich auch, ja komm, jetzt kannst du abbrechen, jetzt haben wir genügend. Oder natürlich könnte man auch alternativ, und das werden wir auch machen, hier Blumenreliefs machen. Lalalala. Ist das jetzt eigentlich ganz abgebrochen schon, oder ja, komm. So. Ja, machen wir mal 30, ich weiß nicht, wie viel wir brauchen. Aber mit 30, glaube ich, kommen wir eh nicht recht weit. Ach, und ich sehe gerade, den Zwergen ist langweilig. Ach, wirklich? Ja, Zwerge, wenn euch langweilig ist, dann... Moment. Ach, wir könnten mal wieder ein bisschen kochen. So, Grillfisch. 20 Grillfisch, ein bisschen Fischeintopf. So, sehr gut. Gemischten Blattsalat, nee, brauchen wir mal nicht mehr. Aber was haben wir denn sonst noch so hier? Oh, fortgeschrittene Rüstung. Ja, das wär's. Komm, jetzt machen wir uns alle eine Stahlspitzhacke und eine Stahlaxt. Das ist die nächste Evolutionsstufe im Axtbereich. So, und komm, dann machen wir uns jetzt gleich... Machen wir mal 10. Und Stahläxte machen wir auch 10. Das sieht dann ganz gut aus. Ja, der 11. Zwerg sieht ihm in die Röhre. Aber naja, ich meine, man kann nicht alles haben.
Ach so, ja, es geht sich deshalb nicht mehr aus, weil ich Holz brauche. Na gut, dann sammelt ihr Holz und wir werden mal kurz ausrüsten, weil wie gesagt, wir haben jetzt massig tolle neue Sachen gefunden von dem Kobold-Dingens da. Aber nichts Weltbewegendes sehe ich gerade. Hatte ich nicht eine Stahlaxt gefunden oder eine Stahlspitzhacke? Scheint nicht so. Merkwürdig. Aber komm, wir haben auf jeden Fall tolles Rüstungszeug gefunden. Hier Eisenstiefel, wunderbar. Lederrüstung und hier rostigen Helm. Ja, toll, ist jetzt nicht so wunderbar. Aber rostiger Helm ist besser als der komische Holzhelm. So, jetzt haben wir natürlich keine Schuhe mehr. Was haben wir hier? Ach, gucke mal, wir haben Rucksäcke, haben wir. So, die Bogenschützen. Gut, ja, du bekommst hier so einen Rucksack, das ist okay. Und wir haben schon wieder voll viele Bücher. Moment, Holzfäller hat der Bergarbeiter, Bogenschütze und Fischer. Komm, der bekommt ein Fischerbuch. Bogenschütze haben wir keinen, okay. Schwimmer, Krieger und Tischler. Komm, du bekommst ein Schwimmerbuch, dann kann der besser schwimmen. Das ist prinzipiell nicht schlecht. Und Tischlern soll auch der, weil dann kann er besser tischlern. So, der bekommt einen kleinen Rucksack von mir spendiert und bekommt hier ein Schmiedebuch, weil Schmied hat er noch nicht, das ist okay. Schmied, Magier und Jäger, nö, haben wir hier nicht. Bogenschütze, Schwimmer und der bekommt noch Förster. So, und du bekommst Koch, das ist gut. Rüstungsmäßig hast du eh noch ganz gut, dass wir müssen auf jeden Fall das Zeugs hier weghauen dann. Moment, das haben wir hier noch nichts mehr, okay. Ah, der hat noch gar keine Rüstung. Okay, aber wir können das ganze restliche Rüstungsgedöns können wir verkaufen. Der bekommt hier... Ja, komm, er bekommt was. Skelettsäbel, bringt das? 17. Das ist rostige Skelettkeule, ist wahrscheinlich auch 17. Ja, komm. Was haben wir hier? Koboldspeer ist wahrscheinlich... Ah, der Koboldspeer ist besser, der ist 20. Okay, und Skelettkeule ist auch nur 17. Na, okay, dann bekommt er einen Koboldspeer. Und der bekommt dann die neuen Waffen, wenn wir sie haben. Aber erstmal werden wir hier mal ganz kurz jetzt das ganze alte Zeugs zerlegen, weil wegen Materialien und so. Also Eisenzäune werde ich prinzipiell nie verwenden, zerlegen wir. Ziegelmauern werden wir später verwenden, behalten wir also. Holzluke behalten wir auch, könnten wir auch mal auch. Antike Säule, nee, komm, können wir nicht zerlegen. Okay, Brunnen brauchen wir definitiv nicht zerlegen. Weil Brunnen ist zwar schön, aber brauchen wir nicht, nee. Holzbrücke brauchen wir auch nicht, zerlegen wir, geht nicht. Okay, Steinbrücke brauchen wir auch nicht, zerlegen wir die, okay. Totem, hey, geht auch nicht, können wir nicht zerlegen, okay. Gut, was haben wir denn sonst noch schönes? Blätterdach lassen wir mal. Werkbänke haben wir jetzt zwei, das ist schön. Gargoyle-Statuen, komm, die zerlegen wir. Weil so dekoratives Zeug für draußen brauche ich nicht. Gargoyle-Statue ist eben, wie gesagt, nur dekoratives Zeug für draußen. Und ein Farbenzaun, okay, interessant. Ja, nehmen wir vielleicht später mal her, mal gucken. So, jetzt ist interessant. Steinaxt, weg damit. Skelettsäbel, weg damit. Rostige Skelettkeule, weg damit. Was gut ist, da bekommen wir nämlich immer auch ein bisschen Eisen raus. Oder Holz, oder beides, und das ist wirklich praktisch, weil gerade das Zeug brauchen wir ja ohnehin, also Eisen, ja. Einfacher Hut, weg damit, das Ding auch, da kommt interessanterweise Glas raus, da kommt interessanterweise eine Feder raus, und den Holzhelm, komm, den hauen wir auch weg, wir können jetzt bessere Rüstungen bauen. Da werden wir auch gleich anfangen damit, also wir können 14 Lederhelme bauen. Bauen wir mal, wie viele Lederrüstungen bauen wir? Ja, komm, bauen wir mal 4. 4. So. Das ist interessant. Wieso ist hier schon so viel im... Okay, ja, verstehe ich nicht. Na, egal. So, huch. Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich hier Lederrüstungen bauen. 4 Leder. Zack. Und Seile zum Abseilen. Ne? 4. Und dann bauen wir noch Schuhe. Leder, Schuhe. Haben wir hier. Lederstiefel. Ja, interessant, da gehen sie jetzt leider nur noch 3 aus, weil wir nur noch 3 Leder haben, aber kommt besser als nichts. So, und die Lederdingens ist fertig, juhu. Ah, stimmt, bei fortgeschrittener Rüstung hier die Spitzhacken und so weiter, die waren das. So, okay, und jetzt haben wir hier schon bei Stahlschwert, das ist cool. Komm, dann bauen wir doch hier mal, ah, Feuerball, neuer Zauber ist auch cool. Aber komm, dann bauen wir hier Stahlschwerter, ach, wir müssen wieder Stahl machen. Mach ein bisschen Stahl. Wir brauchen Kohle wieder. Wir brauchen unbedingt wieder Kohle. So, okay, dann lassen wir das vorerst mal so, wie es jetzt ist. Also ausrüsten, die Lederrüstungen könnten wir eigentlich gleich mal ausrüsten. Also wir gehen wieder von vorne los. Wer zuerst in meinem Stammbaum ist, der bekommt die bessere Rüstung. Ist leider so. Wobei es ist jetzt ein Blödsinn, hier die Eisenstiefel gegen die Lederstiefel zu ersetzen, weil Eisenstiefel immer noch besser sind als Lederstiefel, wohlgemerkt. Aber naja, manchmal bin ich etwas doof. Kann passieren. So, zack, zack, zack. Und ich glaube, wir werden auch nicht mehr Lederrüstung machen, weil es kommt ja dann auch relativ bald, glaube ich,
Der nächste Rüstungstyp, der bessere, ja, es wäre dann Stahl- oder Eisenrüstung. So, gut, das Zeug sind wir alles losgeworden, das ist schön. Hier, das wäre für Bogenschütze, brauchen wir aber nicht, die können wir eigentlich auch zerlegen, komm, das machen wir auch gleich. Damit wir es nicht mehr im Inventar haben. Die 8 Holzhelme, die 4 Holzhelme und die 4 Holzrüstungen hauen wir weg. Und diese 2 Handschuhe des Bogenschützen können wir auch weghauen, weil brauchen wir definitiv nicht. Hier mit dem Feuerballzauber, der ist ganz praktisch, ja, da könnten wir Feuerbälle auf die Gegner schleudern. Brauchen wir aber nicht, weil momentan können wir die Gegner eigentlich noch ganz gut so zerstören, ja. Vernichtet die Gegner. Gut, ja, die hacken hier brav das Holz und jetzt brauchen wir aber wieder ein bisschen Kohle. Komm, das machen wir jetzt auch gleich mal. Ich sehe jetzt noch eine Tür umzudrehen. So, jetzt passt das ganz gut, aber jetzt müssen wir hier auch Kohle sammeln. Ja, hilft alles nichts. Wir sammeln hier jetzt mal schnell Kohle. Hier rüber. Fangen wir da an. Und da wäre natürlich auch wieder haufenweise Eisen zu sammeln. Was prinzipiell nicht schlecht ist, aber wir sammeln erstmal die Kohle. Weil wir sind hier wegen Kohle. Alter Zwerg, jetzt überlegt nicht so lange, wo ihr hin müsst, sondern tötet diesen Gegner. Lalalala, töten! Ja, haha. Und, fast tot, fast tot, fast tot. Und tot ist er. Das ist das Schöne. Beim Töten helfen die Zwerge zusammen. Ja, ist ein nettes Völkchen. Bei allen anderen sind sie eher so die Einzelkämpfer. Aber beim Töten, da helfen sie zusammen. So, zack, zack, zack. Das hauen wir auch alles raus, weil wenn schon, das geht in einen... Ah, oh! Oh, oh, oh! Okay, und da unten, da sieht man jetzt schon einen Geheimraum mit einem geheimen Gegner. Und den müssen wir noch meiden. Eine Weile, weil der ist nämlich wirklich sehr, sehr, sehr bitterstark. Und ich baue da noch ein Portal hin, komm. Und den werden wir noch eine Weile meiden müssen, weil den schaffen wir jetzt noch nicht. Oh, ich werde angegriffen. Wo werde ich angegriffen? Nirgendwo. Okay. So, komm, das ganze Zeugs, was hier wächst, das reißen wir auch mal weg, weil das brauchen wir bestimmt irgendwann mal. Genau, aber den da unten, den lassen wir da drinnen, so wie er ist, und der soll da drinnen bleiben. Hier, das Eisen holen wir uns. Wir merken uns einfach, dass hier so ein Kollege ist. Wie gesagt, früher oder später müssen wir ihn ohnehin töten. Weil der hat, ja, genau, nee, ich spoilere natürlich nicht, weil lasst euch überraschen, was dieser nette, gut aussehende Geselle hat, der hier so in dieser kleinen, süßen Höhle sehr lange schon auf uns wartet. Ja, der hat nämlich Überraschungen, Geschenke und andere tolle Sachen für uns. Ja, genau, töte das Staubsaugervieh. Da, 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 töte es. Zack. Komm, den Nadelkristall, gut, Max, ich töte dann eben hier die blauen Kristalle. Ah, und hier, okay. Was baust du hier? Weiß man nicht so genau. Irgendwas wollten wir hier hinbauen, wie es aussieht. Haben wir aber bis jetzt noch nicht geschafft. Natürlich ist jetzt gerade wieder Nacht und meine Zwerge kommen ja immer in der Nacht auf die Idee, dass sie auslaufen und irgendwelche tollen Sachen bauen müssen. Oh, niedrige Gesundheitswert. Du solltest vielleicht schlafen gehen, Freund der Berge. Ja, komm, bauen wir eben hier ein Portal hin. Tötet das Huhn, tötet die lustige Schnecke hier. Da reißen wir das Wasser raus, das nehmen wir mal weg. Und tötest du bitte das Huhn, danke. Da holen wir auch das Wasser raus und hier hauen wir die Gräber weg, weil diese blöden Scheiß-Zombies, die nerven mich schon langsam schon. Diese Skelettkrieger. So, hier bauen wir Steine, da kommt das hin, da kommt das hin, da kommt das hin. Reiß die Gräber bitte weg. Ach, und ich werde schon wieder angegriffen irgendwo. Ja, kommt, haut die Gegner weg. Wieso liegt hier überhaupt noch so viel Zeug? Zwerge, wie wär's, wenn ihr mal eure Arbeit macht und das Zeug ins Lager tragt? Ich meine, hier ist das Zeug, hier ist das Lager. Das ist jetzt wohl nicht zu viel verlangt, oder? Ach, diese Zwerge. So, sammelt doch hier mal das Wasser raus. Macht euch nützlich. So. Ja, toll. Und die hauen das Grab zu Tode und da kommt das Skelett raus. Okay. Den Stein ersetzen wir. Und ist klar, hier ist natürlich wieder ganz toll Zeugs gewuchert. Portal, komm her. Zwerge hier, wir... Ja, gut. Ich sag schon. So, zack, zack. Und diesen Baum reißen wir auch weg. Und, Alter, dieses Huhn, das ist mir unbeschreiblich. Wie kommt das immer wieder davon? Das gibt's ja nicht. Habe ich das nicht schon dreimal getötet? Oder zumindest den Befehl gegeben, es zu töten? Jo, neue Technologie angeln. Wie cool. So, baut alles zu hier, Zwerge. Wunderbar, hier auch, dann kann da schön hier der Wald wachsen und gedeihen, das ist wunderbar, das gefällt mir ganz gut so. Wow, neue Technologie, grundlegende Steinarbeiten. So, boah, jetzt ist wieder voll viel Neues aktiviert worden und wir werden Landwirtschaft, ja, das müssen wir uns dann angucken auf jeden Fall, aber jetzt warten wir erstmal ab, dass hier diese
Blumenreliefs fertig werden, dass wir zumindest einen Teil vom Keller endlich, also den Keller endlich mal fertig machen können. Töte das Huhn! Töte es! Mag keine, ich dulde keine Hühner hier in dieser Gegend. Und hier ist das Ende der Welt. Wow! Wasser! Holt bitte die Eier daraus, weil ich will hier zumachen. Ja, komm, bauen wir zu. So. Das hätten wir ja mal eine schöne gerade Ebene. Genau wie hier, das ist gut. Und Zwerge, wie wär's? Holt ihr das dann mal? Oder muss ich da noch länger warten? Der legt sich natürlich ins billigste Bett von allen, klar. Ja, diese Zwerge, also manchmal. Jetzt schauen wir mal, was wir noch so... Hallo, ich wollte... Spiel, wieso kann ich das jetzt... Ich will das doch nur rausnehmen. Ja, manchmal spinnt das Spiel leider etwas herum. Das kann man nicht ändern. So. Jetzt schauen wir mal, quadratisches Fenster. Nee, komm, zerlegen wir erstmal. Braucht man nicht. Buntglas einsetzen. Nee. Kann ich nicht. Okay. Ja, dann setzen wir sie ihm irgendwo hin. Holzstuhl setzen wir auch irgendwo hin. Lederstuhl. Ah, jetzt ging's weg. Okay. Na gut, dann Holzstuhl. Hallo? Alter, dieses Spiel. Es macht mich gar... Was ist mit diesem Slot los? Ist der kaputt oder was? Nee, jetzt geht's. Okay. So, den Holzstuhl setzen wir doch dann mal... Ne, komm, die Lederstühle setzen wir einen hier hin und einen hier hin. Diesen Buntglaseinsatz, den setzen wir irgendwo hin, wo es nicht mehr im Haus ist, nämlich hier. Ne, der gefällt mir nicht. Komm, denn lass den, das ist sowas Hässliches. Wandteppiche. Interessant. Wandteppiche setzen wir hier und hier. Moment, warten wir noch, bis platziert sind. Den drehen wir um, den Sessel, einfach zwecks der Symmetrie. Wir wollen natürlich zwei gleiche Wandteppiche. Wohl weiter oben wären die schöner gewesen. Oder haben wir für weiter oben jetzt noch irgendwas? Ja, Porträts. Von Eckbert Eisenfaust dem Großen. Ja, ich weiß, dass du da nicht rankommst. Herr Zwerg. So, nee, leihen wir uns hier mal kurz ein Gerüst aus. Zack. Ach, wie süß. Ja, die beiden Porträts, das sollten natürlich unterschiedliche sein. Ja, das passt gut. So. Dann haben wir hier einen Regalschrank und die, komm, diese vier Holztische, die zerlegen wir doch bitte, die braucht doch kein Mensch. Großen Tisch brauchen wir vorerst auch nicht mehr. Dekoratives Schild, das kommt natürlich auch irgendwo hin. Alter, dieser Menüslot, was ist hier los? Alter, der macht mich echt ganz kirre. So, diesen, Moment, hier die Gerüste, da bauen wir da unten wieder eins hin, klarerweise. So, und diesen Stuhl, den setzen wir jetzt hier irgendwo... Ja, komm, den hauen wir hier unten dazu irgendwo. Haben wir keinen Platz mehr, natürlich nicht. Ja, dann hauen wir hierher. Damit die Leute, wenn sie gerade über die Stiege raufsteigen, halt auch warten können. Das dekorative Schild hauen wir dahin. Und ein Bücherregal kommt hierhin. Genau, statt dem Stuhl. Der dekorative Schild, der gefällt mir hier auch nicht. Komm, den setzen wir nämlich hierhin. Ha, da passt er gut. Da ist das Bücherregal, das ist schön. Und den Stuhl setzen wir dann... Wo setzen wir den Stuhl hin? Hier. Neben das Kochen. Neben die Kochnische. So. Gut, hier fangen wir mal an mit den Reliefs, die wir hier im Keller bauen. Naja. Bei den Reliefs gibt es auch wieder einige verschiedene Varianten, die wir verwenden können. Das ist ganz schön. Lassen wir die Zwerge erstmal anfangen zu bauen und dann schauen wir, welche Varianten wir verwenden. So, jetzt räumen wir da gleich mal das Inventar wieder aus. Diese Steinbetten werden wir auch gleich mal wieder vernichten. Weil die brauchen wir definitiv nicht mehr. So, und ziermäßig haben wir jetzt alles gesetzt, was wir setzen wollen. Also das blöde Buntglas. Oh, und ein dekorativer Spiegel, den hauen wir noch irgendwo hin. Wo haben wir denn? Den hauen wir hier hin. Genau. Ist zwar der Arbeitsbereich hier, aber naja, komm. Darf man sich schon ein bisschen gönnen, hier auch ein bisschen Dekadenz im Arbeitsbereich. So, und wie gesagt, hier gibt es auch unterschiedliche Zierden, unterschiedliche Muster und ich werde hier... Das sieht eigentlich, glaube ich, ganz gut aus. Ja, schauen wir mal. Jetzt lassen wir die Zwerge mal fertig bauen hier. Ja. Und dann entscheiden wir uns für das Muster, hätte ich gesagt. Oder wir können, wisst ihr was, wir machen da unten, machen wir das, machen wir ganz speziell, ganz speziell machen wir das. Das Gute ist, diese Steinblumenreliefsmuster, die ergänzen sich ja untereinander recht gut. Also da ist nicht... Oh, ich werde schon wieder angegriffen. Da ist nicht tragisch, wenn man da unterschiedliche macht und deshalb werden wir pro Reihe einfach ein anderes Muster machen. Ja. Sieht doch ganz schick aus. Obwohl, nee, ich finde, schicker sieht so aus, wenn wir so machen.
Genau, die oberste Reihe das und dann so. So, der Gegner wurde... Komm, das schaffst du von selber. Ja, sehr schön. So, ja, wunderbar. Und für alle, die auf die Uhr geguckt haben, wir haben schon wieder eine Stunde beisammen. Und das bedeutet, wir haben sehr viel geschafft. Das Haus ist jetzt schon mit 68% vom Komfort her recht gut bedient, ja. Und wir werden diese Aufnahme jetzt hier beenden und wir sehen uns dann hoffentlich das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Craft the World. Unser tolles Let's Play mit Zwergen, nämlich den da hier mit dem roten Bart und so, der so schön über die Stiege raufwuselt und klettert und so, ja. Also, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.